Ups. Hola, buenos dias, liebe Harry-Community. Hier ist wieder der Klaus und ich nehme euch heute mal mit auf meinem Weg zum Strand. Hola, buenos dias. Ja, ich hoffe, das klappt einigermaßen. Ich habe das noch nicht ausprobiert mit dem Fahrrad. Kann sein, dass das ein bisschen holprig wird, aber wird schon irgendwie gehen. Ja, jetzt ist es ein bisschen wackelig. Ja, ich möchte mich erstmal bedanken für die netten Kommentare zu meinem ersten Video. Das motiviert mich natürlich weiterzumachen, aber in den letzten beiden Tagen hatte ich so viel um die Ohren. Da bin ich einfach nicht dazu gekommen, ein Video aufzuzeichnen. Aber auch heute geht es wieder. Ja, wir haben heute den 20. März 2021. Es ist jetzt kurz vor 12 und heute wirklich ein ganz fantastisches Wetter hier. Momentan sind es so 21 Grad. Höchsttemperaturen heute sollen bei 24 Grad liegen. Und dazu haben wir einen ziemlich böigen Wind. Also teilweise ist es windstill. Und dann kommen wieder so Windstöße dazwischen, die wirklich bei uns im Garten alles durcheinander geschmissen haben. Also das ist schon ziemlich heftig, aber es ist gut auszuhalten. Und ich habe in den letzten beiden Tagen wieder gesehen, wie unterschiedlich das Wetter doch hier auf den Kanaren ist und wie gut es uns hier im Süden geht. Also ich bin nach Telde gefahren, zum Einkaufszentrum La Terrassa, wo auch der Mediamarkt ist. Und da hat es eigentlich regelmäßig geregnet. So, jetzt mal kurz anhalten. Die lassen mich nicht und weiter geht's. Also kurz hinter San Agustin, da zogen immer die Wolken zu und ja, da geht's uns hier im Süden doch wesentlich besser. Ja, wie ihr schon seht, also es sind nicht viele Leute unterwegs. Richtung Strand ist das alles ziemlich leer nach wie vor. Und ja, es lässt sich aber wirklich super gut aushalten. Und ich habe die letzten Tage auch immer mal wieder versucht, ein Stündchen in die Sonne zu gehen während meiner Einkäufe. Und ja, gerade nach dem langen Winter ist das schon wirklich toll. Ansonsten meine Erfahrung jetzt beim Einrichten meiner Wohnung ist, dass man hier auf Gran Canaria wirklich so ziemlich alles bekommt. Nur nicht immer unbedingt das, was man haben möchte. Also ich, und mein Beispiel, ich wollte mir einen Weber-Grill kaufen. Und ja, solche Teile, die waren hier im Süden und auch in Telde leider überhaupt nicht zu bekommen. Eventuell hätte ich das in Las Palmas bekommen, aber da hatte ich keine Lust in die Hauptstadt zu fahren, da ist es mir einfach zu voll. Naja, egal, jetzt habe ich mir einen anderen Grill gekauft. Ich denke mal, der ist auch ganz gut und ich freue mich schon drauf, wenn Harry und Conny wieder da sind, dass wir da mal ein gutes Stück Fleisch auf den Grill schmeißen. Ja, mal sehen. So, jetzt kommen wir gleich mit den Kamelen vorbei. Ja, hier fährt Harry ja auch regelmäßig entlang. Die meisten von euch werden diesen Weg schon kennen. Und vor zwei Jahren, um diese Zeit, da wäre es hier bestimmt voll mit Menschen gewesen auf dem Weg zum Strand. Jetzt bin ich hier erstmal allein auf weiter Flur. Naja. Ja, aber das Wetter ist echt toll. Heute kaum ein Wölkchen am Himmel. Oh, da kommen Menschen. Ich schau mal, dass ich hier auf die Straße komme. Wow, mein Fahrrad muss mal wieder geölt werden. Furchtbar. Ja, gut, das ist jetzt rund zwei Monate nicht genutzt worden. Dann muss dann doch mal wieder dran gehen. So, heute Abend werde ich mal in die Cita gehen.
habe ich mich zum Abendessen verabredet mit Freunden und werde nächstes Mal dann auch berichten, wie da aktuell die Lage ist und was man dort machen kann. So. So, noch wenige Meter, dann bin ich am Strand. Ich hoffe, man kann auch den Ton einigermaßen verstehen. Ich habe da leider noch nicht so eine Erfahrung wie der Peter, wie der Harry. Was sag ich denn? Juhu! So, hier rechte Seite ist das Sansara, ein sehr schönes indisches Restaurant. Das war jetzt kein Schiff, das war wieder mein Fahrrad. Aber ich steige hier mal ab und gehe mal zur Sharka. Ja, wie gesagt, hier ist das Sansara, glaube ich, momentan auch geschlossen. Und hier unten ist noch das Times Mas Palomas, ein sehr gutes italienisches Restaurant, wo ich sehr gerne hingehe. Ja, muss man aber auch immer einen Platz reservieren, weil das dort immer sehr voll ist. Ja, hier der Blick auf den Strand. Es ist mal wieder fast menschenleer. Und ja, wir können ja noch mal ein paar Meter laufen. Aber ich lasse das Fahrrad jetzt mal Fahrrad sein. Das quietscht doch zu sehr. Ja, aber ist das nicht herrlich? So der Blick hier. Ja, mit diesen Bildern verabschiede ich mich dann auch für heute. Macht's gut, ich wünsche euch allen einen schönen Tag und bis demnächst. Ciao, ciao.